Herzlich willkommen zum Football Manager 2016. Rückrundenstart. Winterpause ist vorbei, wir haben eine neue Taktik eingebaut und mit der möchte ich jetzt das direkte Duell gegen Kaiserslautern erfolgreich bestreiten. Cavalli braucht noch eine Rückennummer. Weil ich mich gerade wundere, ob wo Halimi seine her hat. Wir haben nur 45 Nummern zur Verfügung für den ersten Kader, aber das sollte ausreichend sein. Die Musik ist gerade sehr laut, wie ich finde. Best of No Copyright Sounds, Mix Nummer 26, 28. So. Gegen Max Grün werden wir mal sehen, der die ganze Vorbereitung gespielt, aber nicht sehr überzeugend. So, ich freue mich, dass er Wosu verlängert hat. Direktes Duell, Leute. Liefert für die Fans gutes Spiel. Ich müsste mal mit diesen Medienaussagen mehr arbeiten. Das mache ich in letzter Zeit irgendwie gar nicht. Oder habe ich eigentlich noch nie gemacht. So, gucken, wie es funktioniert. Da guckt man nur entscheidend. Im Spiel haben wir 3-0 gewonnen in Lautern. Chancen müssen besser verwertet werden als im Testspiel gegen Paderborn, wo es sehr gut aussah, aber die Chancen nicht reingegangen sind. Und Owosu macht direkt ein Tor. Perfekt. Super Flanke von Bitroff und Owosu trifft. Vertrag verlängert, Torflaute beendet. So kann man starten. Kein Heißer lässt sich zurückfahren. Bitroff steht sehr offen. Sie flankt mit seinem starken Rechten. Owosu trifft mit seinem starken Linken. Willst du noch mal wissen, denn ich hätte auch kein Problem, wenn er weiter scheitert, dass demnächst Mavididi und Nakamori meinen Sturmduo bilden oder Robert Juhl. Oh, Pfosten. Mann, ey. Owosu schaltet nicht schnell genug. Um da den Ball reinzuschießen. Haben wir verschiedene Varianten, die wir hin und her switchen. Ich will mal kurze Ecken einstellen jetzt. Oh. Boah, Jens Grahl, perfekt. Ein bisschen konzentrieren. Nicht schlecht verteidigt. Aber ich spiele natürlich auch nicht gegen Sechsligisten, der noch drei U40-Spieler aufgestellt hat, sondern natürlich gegen Kaiserslautern. Verlängerter Standard bringt uns den Ausweg, aber zählt nicht, jawohl. Glück gehabt. Oh, wie wichtig wäre heute ein Sieg gegen die direkten Konkurrenten. Wir sichern gerade mit drei Leuten ab. Und Halimi trifft zum Debüt. Traumtor. Richtig, richtig geiles Ding. 2-0. Was hat uns gegen Braunschweig damals? Hat uns die Überheblichkeit, die dann nach dem 2-0 eingezogen gehalten hat, den Sieg gekostet. Deswegen können wir noch überhaupt nicht feiern. Auch weil wir gesehen haben, dass Lautern schnell gefährlich werden konnte. Abseits. Brauchen wir gar keine Wiederholung gucken. Wieso deckt niemand die Pfosten bei Ecken ab? Ich habe doch eigentlich die Verteidigung eingestellt, oder? So. So, Moment. Das muss ich aber beiden Seiten ändern. Sind unterschiedliche Varianten. Manche decken die Pfosten ab, manche nicht. Manuel Neuer will das ja meistens zum Beispiel nicht haben bei den Bayern oder bei der Nationalmannschaft, dass die Pfosten abgedeckt sind. Zumindest nicht der kurze Pfosten, weil da kannst du ja als Keeper rauskommen und die Bälle abfangen. Langer Pfosten sollte dann schon abgedeckt sein. Oder war es andersrum? Ich weiß es nicht. Aber eigentlich auch egal. So. Jetzt mal nicht wechseln. Ich weiß nicht, was ich als Ansprache gewählt habe. Ich hoffe nicht was Gutes und nicht
Also ich hätte eigentlich sagen müssen, jetzt reißt nicht zurücklehnen. Mal sehen. Mal einbrechen habe ich wahrscheinlich gesagt, dass ich es gut finde, wie sie spielen. Und dann lassen sich meistens fallen und sagen, jawohl, wir sind die Besten. Und dann geht es auf die Mütze. Klein Heißler, Nedele, Falimi habe ich schon im Top-Mittelfeld. Oh, was ist denn das? Schön gespielt. Und Nakamori trifft auch noch zum Debüt. Das läuft ja heute. Überlegt selbst, ob ich ihn rausnehme und Mavididi bringe, aber... Gut, die hätte Mavididi wahrscheinlich auch mit geschlossenen Augen gemacht. So ist doch gleich Selbstvertrauen für alle Spieler da. Ich glaube, ich auf Konter umschalte mit der anderen Taktik, aber eigentlich läuft es so gut, es wäre sinnlos jetzt zu ändern, weil nicht, dass dann ein Bruch ins Spiel kommt, der nicht nötig ist. So. Vielleicht mal Peitz für Saar bringen. So, Benatelli auch ein bisschen, damit die Benno ein bisschen Spielpraxis bekommen. Benatelli für Klein Heißler und Peitz für Marian Saar. Ich habe mir also Joker-Einsätze versprochen. Offensiv stehen wir noch nicht so sicher, wie ich das hätte, gerne hätte. Offensiv läuft es natürlich, vor allem nutzen wir halt unsere Chancen. Oh, dumme Fehler. Und der Benatelli, der spielt bei mir kaum noch eine Rolle, seitdem die Topstars sind, hat schon 6 Tore geschossen dieses Jahr. Und... Schade. Was? Ich tue mich ehrlich gesagt schwer und bin nicht sicher, ob sie es richtig gesehen haben. Was? Das soll ein Tor gewesen sein? Oh. Will ich nochmal genau gucken? Nee, der Ball ist nicht drinne. Denn der jetzt so lange hier? Nee, der war nie drinne. Schade. Aber so, Tom Benatelli, da hat auch 6 Tore. Richtig coole Saison spielt er bisher. Und trotzdem irgendwie kommt er jetzt nicht mehr bei den anderen Spielern so richtig zum Zug. Angmann ist auch noch ein Neuzugang, der auch noch im Mittelfeld mit Konkurrenz erhöht hat. Was ist das? Soll das ein rotwürdiges Foul sein, oder? Tatsächlich. Das macht es uns jetzt nicht gerade schwerer. Schule übernimmt mal für Owosu. Hätte ich Alimi auch seine Standing Ovation Auswechslung geben können, aber warum? Tatsächlich kassieren wir in Überzahl fast noch ein Gegentor. Sehe ich nicht so gerne. Wir lassen gleich noch eine Großchance zu, eine Sekunde später. Weiß nicht, was hier los ist. Da haben wir die 3 Punkte im Sack. Offensiv sah es sehr gut aus, Chancen wurden gut verwertet. Was defensiv am Ende natürlich abgegangen ist in der zweiten Hälfte, ist mir unklar. Vor allem nach der roten Karte sich da nochmal 2 Chancen mit einer Minute einschenken zu lassen nach demselben Muster. Das ist böse.
Aber heute ist erstmal wichtig, dass wir den direkten Konkurrenten geschlagen haben. Müssen wir nicht gleich wieder alles schwarz malen. Jetzt gerade bestimmt natürlich lieber ganz zu 0 gespielt. Das haben wir eine Weile schon nicht mehr in der Liga. Aber ist egal. Perfekt, wichtiger Sieg. Da lässt mich eigentlich nicht ganz so zufrieden, aber wollen wir mal nicht meckern. Magdeburg gegen Chemnitz ging es richtig rund. 3:1. Ganz, ganz wichtiger Sieg. Dann liegt in der Fairness-Tabelle ganz hinten. Mechteliza hat sich da keinen Gefallen getan. Limis Debüt war wirklich sensationell. Fällt zu Beginn einer Halbzeit. Wir wissen, dass viele Mannschaften zögerlich in der Abtasten beginnen. So. Nakamura hat heute für den Verein sein erstes Ligator erzielt. Wie wichtig ist das? Ein großer Moment für Takayuki. Es wurde der Tag der FC Energie Cottbus-Debütanten. Ich bin glücklich, dass sie sich so schnell eingewöhnt haben. Höchsten Ballbesitzquote, ich denke, jeder Trainer tut gut daran. Ich möchte nicht über Statistiken reden. Schwer, aber das ist Fußball. Irgendwie, ja, wechseln sowieso immer ab mit Siegen und Nicht-Siegen. Deswegen werden wir nächsten Freitag vielleicht schon wieder nicht mehr in der Tabellenspitze stehen, wenn es in Regensburg schlecht läuft. So. Wir sind taktisch gut organisiert. Außerdem kann Fürth natürlich, wenn sie wieder gewinnen, sind sie wieder vorbei an uns. Also wir sind sowieso nicht automatisch Tabellenführer. Aber wichtig, erstmal 5 Punkte jetzt vor Kaiserslautern. Und die 40-Punkte-Marke ist erreicht. Benatelli ist gut, im letzten Spiel war es nicht so berauschend, aber ist egal. Paderborn spielen wir erst. War das in der Hinrunde auch so? Und da war auch erst Paderborn gewesen. Ach, 1-1 spielen wir haben gegen die Löwen zu Hause verloren. Ich dachte, das war Paderborn gewesen. Nee, okay. Dann ergibt es wieder Sinn. War doch Chemnitz davor gewesen. Okay, so. Hertha hat nicht gewonnen. Regensburg und Chemnitz, also auf dem Papier sind das eigentlich Pflichtaufgaben, aber wir wissen ja, was wir nicht können und das sind Pflichtaufgaben souverän lösen. Also dem 2 Siege in Folge feiern. Winterpausenübergreifend haben wir davor beim FSV Frankfurt auch gewonnen, also wären es 2 Siege, aber in der Winterpause ging es auch wieder munterlichen Verkehr durch. Schön. Das sind auch Spieler, die ich eigentlich gesagt habe, die wollte ich für die zweite Mannschaft nur in der zweiten Mannschaft nur parken, um so irgendwann die erste Mannschaft hochzuholen, aber irgendwie keinen Bedarf mehr für die Leute. So können sie zumindest das zweite Team aufbessern. Noch irgendwann Länderspielzeit. Hier. Gehen wir noch in Bremen dann mal die Taktik spätestens ausprobieren.
Fürth gewinnt auch. Paderborn verliert. Sehr schön. Jetzt in der Rückrunde vielleicht auch weniger rotieren, sondern nur noch ein paar Spieler. Also, das sind schon die Spieler, die ich auch für die neue Saison noch im Zettel der Menschen ab und zu zum Einsatz kommen, aber ich will jetzt nicht mehr in jedem Spiel wie in der Hinrunde 5 oder 6 Spieler tauschen. Das war halt, um die Spieler, die ich nicht kannte, die aber schon da waren, wie Benatelli, Jansen, so mal kennenzulernen. Bütiki hätte ich, wollte mir eigentlich in der Rückrunde öfter mal angucken, um zu gucken, ob der für die neue Saison noch was ist, aber der verletzt sich ja jedes Woche aufs Neue. Also wenn der in der Sommerpause eventuell fit ist, dann werde ich ihn abgeben, denn Glasknochen helfen mir nicht derzeit. Also sehr wichtig, der Sieg gegen Kaiserslautern, weil die Konkurrenz geschlossen nicht gewonnen hat. Abgesehen von Fürth. Aber wenn wir nur den direkten Aufstieg anpeilen wollen, ist ja der erste oder zweite Platz dann erstmal egal. Ich mache auswärts beim letzten, das sind so Aufgaben, die ich gar nicht gerne mache, weil da blamiere ich mich für, gewinne ich immer. Danach ein Spiel gegen Chemnitz, das ist wieder so ein Heimspiel gegen ein schwaches Team. Das ist ein Spiel, wo du doch gerne mal nur 1-1 spielst. Chemnitz ist dieses Jahr überraschend stark dabei. Rang 11. Wir haben immer Remis gespielt, haben immer zu Hause Remis gespielt. Auswärts ging es meistens richtig rund. Wir haben noch aber zwei, ach so, die ganzen Siege stehen ja gar nicht. Ich wollte sagen, wir haben noch zweimal 1-0 gewonnen. Und ich auch noch gegen FSV Frankfurt und in Lautern, der Sieg fehlt auch nicht, weil die nur 10 Zeichen auflisten können. Okay. Ich habe da mal vorgelegt und die anderen durften nachziehen. Jetzt legen die anderen vor und wir können drauf reagieren oder auch nicht. Wichtig wird es jetzt in der Rückrunde sein, natürlich erstmal konstant zu sein und diese Spiele wie die in Regensburg, die müssen wir eigentlich gewinnen, wenn wir aufsteigen wollen. Aber ich kenne mein Team und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir Probleme bekommen werden zumindest. Weil ich bin natürlich Berufspessimist, aber ja, mal sehen. Ich hoffe natürlich, dass wir die Aufgabe bewältigen und dann auch Chemnitz schlagen. Wichtig wären aber vor allen Dingen, wie gerade eben, wie gegen Lautern, die direkten Duelle. Das haben wir ja gerade ziemlich gut gewonnen. Wir waren auch 70 Minuten lang wirklich gut. Was danach passiert ist, vor allem nach dem Platzverweis, ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Ja, ich kann natürlich auf Konter umstimmen beim Stand von 3-0, aber wenn wir in Überzahl sind beim Stand von 3-0, sollte das Team nicht dazu übergehen, dem Gegner viele Chancen zu ermöglichen. Ist mir eigentlich nicht ganz klar, warum das passiert ist. Hat uns am Ende auch nicht den Sieg gekostet, sondern nur den zu 0-Sieg. Also ist jetzt auch nicht der Weltuntergang gewesen. Sieht eigentlich in der Bundesliga aus. Spitzenreiter, welche Überraschung, der FC Bayern München. Mit seiner wirklich wieder dominanten, überragenden Bilanz.
Lautern hat gewonnen. Zu schlecht für uns. Fürth hat auch gewonnen. Das ist auch nicht gut. Das, wir stehen eigentlich schon wieder unter Druck. Aber mit Druck müssen wir klarkommen, wenn wir aufsteigen wollen. Das sind natürlich so Spieler, die werden wir nie bekommen. Die einfach nicht bezahlbar sind. Same here. Paderborn patzt gegen Magdeburg. Es könnte ja so ähnlich laufen wie, Moment, wie in der ersten Saison. Da haben wir ja auch den Aufstieg lange sicher gehabt und dann sind wir am Ende in die Relegation gerutscht. Die lief dann zwar erfolgreich, aber auch mehr schlecht als recht. Möchte ich eigentlich vermeiden. Natürlich ist Platz 3 immer noch besser, als wenn wir am 4. oder 5. sind, das ist selbstverständlich klar, aber merkt euch, ich versuche hier wieder künstlich Zeit zu füllen, denn ja, zwischen den Spielen ist halt nicht so viel zu sagen. Ich habe überlegt, ob ich während der zwischen den Spielen einfach mal das Mikro ausmache und die simulieren lasse und dann mich wieder zuschalte, aber ihr könnt ja auch vorspulen zum nächsten Spiel, da seht ihr ja im Video irgendwie ein bisschen. Den haben wir aber nicht bekommen. Schalten wir mal eine Anfrage. Laut Leverkusen wird bestimmt sagen, verkaufen wir nicht. Dann sage ich, das finde ich schade. Dann heulen wir alle mal eine Runde. Halten Sie davon, dass Armin Fee vom 1. FC Union Berlin gefeuert wurde? Das gehört zum Geschäft. Es ist aber bedauerlich, wenn ein Trainer entlassen wird. So. Jeder weiß, dass wir weiterhin hart arbeiten müssen. Kein Kommentar, zwar natürlich direkter Fußball über die Abwehr ist natürlich das, was unsere Schwäche ist eigentlich auf der Taktik, mit der wir spielen. So. Wir haben uns besser vorbereitet natürlich. Das Training war ausgezeichnet. Hinspiel war, glaube ich, 1-0 zu Hause mit der Dreierkettentaktik noch. Ja, ich spiele lieber Dreierkette, also ich kann meine Sympathie für diese Taktik nicht verhehlen, aber es funktioniert halt nicht. Oder nicht, zumindest nicht gut genug für unsere jetzigen Ambitionen. Das ist der Aufstieg. Deswegen, ja, muss ich mich davon verabschieden. Dieser Atletico-Fußballstil, die andere Taktik, 4-4-1-1. Wenn wir wirklich aufsteigen, werde ich mit der auswärts bestimmt noch viele Freude haben, weil das auch. Also ich liebe den Stil, den Atletico Madrid spielt. Habe ich schon mal gesagt. Ja. Der Keller ist nicht zu verkaufen, war, hat mich nicht überrascht. Benatira ist nicht zur Auswahl empfohlen. Na, dann spielt er nicht. Friedrich jetzt für Peitz auf die Bank. Petrov ist gesperrt. Das ist natürlich schlecht. Wir haben alle wenig Spielpraxis. Ich werde trotzdem jetzt mit derselben Aufstellung wie beim letzten Mal spielen. Abgesehen halt von Zimmermann, der jetzt reinrutscht ins Team.
Zeigt mir, dass die Formkurve weiter nach oben reicht. Oder zeigt. Zeigt mir, dass das Zeigen der nach oben zeigenden Formkurve ein Fingerzeig in die richtige Richtung ist. Jetzt haben wir in der Hinrunde auch so eine Hängepartie, so mit Siegen und Niederlagen im Wechsel erlebt, weil ich permanent zu viel gewechselt habe, dass ich die funktionierenden Teams immer wieder ausgetauscht habe. Vielleicht ist das ja ein Grund gewesen. Mal sehen. Viel zu weit. Doch nicht. Aber zählt schon als Pfostentreffer. Okay, anscheinend ging die Flanke an Pfosten. Glücks Award werden wir nicht mehr gewinnen in diesem Let's Play. Und da ist die nächste Chance dahin. Macht er nicht, oder? Oh, ich flipp aus hier. Starten sehr dominant. Chancenverwertung richtig, richtig, jetzt schlecht, aber er staubt ab. Er macht's doch noch. Dein Glück, Owosu. Also, wer so eine Chance vergibt, ist für gewöhnlich ausgewechselt. Zum Glück macht das wieder gut. Ich kann nicht warten, was wir hier an Chancen wieder liegen lassen heute. Unglaublich. Ein Glück kriegt der Typ nicht mit, von der Linie zu gehen, sodass Owosu nicht im Abseits steht, als er den reinschießt. Denn es war nicht ganz klar, ob der Ball von Nakamoto zu ihm kam oder vom Verteidiger. Ansonsten wäre es halt passiv gewesen, was aktiv wird. Also auf jeden Fall hätte er am Abseits gestanden, wenn der Typ nicht von der Linie gegangen wäre. Ja, wenn der Typ von der Linie gegangen wäre. Ich sage immer Owosu, der heißt Owosu, okay. Ich dachte mal, der hat als zweiten Konsonanten ein U, aber das ist ein O. Quatsch, ein O, aber es ist ein U. Lehnt euch nicht zurück. Ich weiß nicht, es ist sehr trügerisch. Die haben bisher noch keine Chance gehabt, die Regensburger. Das ist natürlich trügerisch. Wenn die dann einmal ins Spiel kommen, kann es schnell kippen. Wir haben halt nur ein Tor Vorsprung. Wir haben halt unsere Chancen viel zu schlecht genutzt, das muss man sagen. Ansonsten spielerisch ist das super. Der Nakamori jetzt auf jeden Fall kein Tor schießt, wird in Chemnitz mal wie die spielen, weil das, was er bisher gezeigt hat, der Nakamori, das war sehr, sehr nervenschwach. Natürlich Standards, Gegentor zum Ausgleich. Oh, ich wollte gerade sagen, oder Tackling zur gelb-roten Karte für Stankovic oder halt Konter. Oh, schieß doch. Wo schießt denn? Die schießt nicht in die lange Ecke, die war offen. Also, wo so ein Tor hat er geschossen, aber ansonsten wieder ein Nervenbündel ohne Ende. Er ist noch jung, aber trotzdem. Naja, konnte er kaum daneben schießen. Schön reingelaufen. Wichtig. Auch so eine Tore zählen. War jetzt nicht schön, aber selten. Wichtig, dazwischen gegangen, noch zweimal abgefälscht. Der Keeper war auch noch dran, aber er geht rein. Wo stehen die beiden denn da? Haben gerade zwei Spieler im Nichts gestanden beim Freistoß. Oh, lass ihn doch nicht laufen. Oh, wir schaffen es immer wieder, den Gegner ins Spiel zurückzubringen.
Den gegen uns sind 100%ige Chancen, aber auch irgendwie immer Tore. Ach, Nakamori, ey. Mal wie die macht weiter, das war mir jetzt doch eine Großchance zu viel, die er vergeben hat. Aber nicht mehr die Außenverteidiger flanken, sondern die mit Innenstürmer. Oh, Mavididi! Das sind so die Spiele, die haben mich bei Manchester City dann die Lust verlieren lassen, weil du triffst, du hast 1000 Chancen, du triffst ihn, der Gegner macht jetzt mit Sicherheit gleich das 2:2, das ist der Manager. Dann hast du halt keinen Bock mehr, wenn das zu oft passiert. Oder wir treffen doch noch. Gott sei Dank. Unglaublich, was wir hier wieder vergeben heute. Die von Mavididi perfekt gespielt und Owusu kommt so langsam rein. Das ist gut, wenn er in Form kommt. Er ist eigentlich auch ziemlich gut, er ist halt technisch schlecht. Das ist unter Umständen ein Hemmnis, aber ja, funktioniert es auch so. So, lass mal Sarko mal ein bisschen spielen. Angmann will nicht. Trotz seiner Auswechslung noch sein zweites Tor mitnehmen. So, decken sie schon, dass die kurze Ecke nicht ausgeführt werden kann, wie euch gerade aufgefallen ist. Ozan Batu hat da die Anspielstation abgedeckt. Lassen wir uns echt nach unserer eigenen Ecke auskontern. Nee, muss gerade sagen, also. Ich glaube, wir mal mit einem Einwurf des Außenfalls. Ach Mann, ey. Ernsthaft. Ernsthaft, Leute. Natürlich, ich treffe zweimal die Latte und der geht Latte rein. Manchmal könnte man sagen, dieser Manager ist so ein Scheißspiel. Ja? Manchmal kann man das sagen. Ernsthaft! Ernsthaft! Das kann doch nicht sein, dass du das Scheiß hinschenkst! Immer so eine Scheiße hier! Unglaublich! Ja, das kann nicht sein! Die haben zwei Chancen und machen zwei Tore, verdammt! Wir müssen fünf Tore schießen vorher! Jetzt verschenken wir hier wirklich zwei Punkte! Ernsthaft, Leute! Ernsthaft! Ich glaube es nicht. Nee, unbegreiflich, wie wir hier zwei Punkte liegen lassen können. Es ist mir unbegreiflich. Nee, Latte-Linie rein und dann so ein Ding zum 3-3. Und wir treffen fünfmal den Pfosten und vergeben 1000 Chancen. Ich flippe aus in diesem Spiel. Ey. Also manchmal, nee. Ey, es ist nicht zu glauben. Es ist echt nicht zu glauben. Nee.
Das sind diese Spiele, wo ich einfach Lust habe. Das Spiel zu schließen und nie wieder zu starten. Und du bist 3-1 in Führung, hast das Spiel unter Kontrolle, triffst vorne den Pfosten, vergibst noch 100 Chancen und dann lässt du dir in der 86. das 2-3 nach einem dummen Konter einschenken, wo der Ballverteidiger unter den Ball springt, geht natürlich Latte rein. Richtig schön, weil du vorher zweimal den Pfosten getroffen hast, dreht das, nennt dir das Messer am Rücken um. Und dann kriegst du in der, in der 89. grätscht der eigene Verteidiger den Ball vors Tor. Der Keeper kommt nicht raus und du kriegst so ein Ding. Ja? Da kannst, also wenn das jetzt gegen Chemnitz wieder so läuft, dann mache ich eine Aufnahmepause, weil ansonsten verliere ich die Lust, das weiß ich. Also wenn das jetzt wieder schlecht läuft gleich gegen Chemnitz, dann mache ich eine Aufnahmepause. Denn so kann ich nicht starten. Damals gegen Manchester City habe ich oft gehört, weil das kriege ich nicht gebacken. Dafür bin ich zu sehr im Manager drin, als dass ich das akzeptieren kann. Ja, geht jetzt der Co-Trainer, ich habe jetzt keinen Bock drauf. Da kannst du dich absetzen und dann machst du sowas. Ist mir unbegreiflich. Vor allem, die 3 Punkte waren eigentlich schon im Sack. Lass mal wieder beruhigen, das kann doch nicht sein. Das sind Punktverluste, die können wir uns nicht leisten. Nicht auswärts beim Tabellenletzten, beim 3-1-Führung nach 85 Minuten, Leute. Sowas fickt mich richtig ab. Jetzt Derby gegen Chemnitz, wo es besser laufen sollte, zu Hause, Hinspiel 5:0 für uns. Also wo es allgemein besser laufen muss, ganz einfach, nicht sollte, sondern muss. Kirchner zerkracht sich mit Friedrich, das ist mir gerade extrem unwichtig. So, ansonsten keine Veränderung in der Startelf. Gehen wir einfach so weiter. Gnade euch Gott, wenn ihr jetzt Scheiße macht. Hier, gnade euch Gott. Glückwunsch. Ich will nicht sagen, wir sind Favoriten und gewinnen das Spiel ohne jegliche Probleme, denn es geht immer in die Hose. Ich hätte vielleicht nach dem 3-1 einfach auf Verteidigen stellen sollen, aber eigentlich ist das nicht nötig. Das ist nicht mit unserer Qualität, aber wir haben anscheinend doch viel weniger Qualität, als ich dachte. Wie ich sehe, haben wir auch, defensiv haben wir gar keine Qualität. Offensive, so wäre wir die Defensive, würden wir gegen Abstieg spielen. Das geht schon wieder los. Ja,
Ja, das darf doch wohl nicht wahr sein. Bei Man City habe ich aufgehört, nach den 3 Remis mit gefühlt 100 zu 4 Chancen, wo es 3x 1 zu 1 ausging. Das verkrafte ich nicht. Beziehungsweise es raubt, dann habe ich einfach kein, das raubt mir zu sehr die Lust. Ich wollte 7 Punkte aus den 3 Spielen gegen Lautern, aber glücklicherweise gewonnen, das heißt, wenn wir heute gewinnen, sind wir wieder im Soll. Wir noch ein paar von diesen Dingern vergeben. Gott sei Dank machst du wenigstens den Nachschuss rein. Kopfball noch versiebt, aber den Nachschuss hat er dann gemacht. Wenigstens trifft er auch in jedem Spiel. Also der Sturm mit Nakamori und Owosu scheint auf jeden Fall schon mal gut zu harmonieren. Ich muss mal sagen, die schießen zwar viele Tore, aber die lassen natürlich auch mindestens so viele Chancen kläglich aus. Führungen haben nichts zu bedeuten für uns, das wissen wir. Ich versuche zwar gerade freundlicher zu klingen, aber ich kann es nicht verhehlen. Ich bin ziemlich sauer gerade. Und wenn wir jetzt gleich den Ausgleich kassieren mit der ersten Chance des Gegners, wird sich nicht ändern. Wenn wir das Spiel jetzt gewinnen, dann kann ich... Ich nehme zwar danach trotzdem nie wieder die nächste Folge auf. Dafür bin ich dann schon zu angepisst, aber... Wenn wir jetzt ein bisschen gewinnen, dann kann ich mir im Nachhinein schon sagen, gut, darf nie passieren, ist jetzt passiert. Eigentlich wollte ich aber hier nicht, eigentlich habe ich ja den Manager damals aufgehört, weil ich meine Nerven schonen wollte. Aber da bin ich zu sehr mit Leib und Seele dabei. So, Owosu blüht richtig auf nach seiner Vertragsverlängerung. Dann habe ich doch, glaube ich, auch die Ausstiegsklausel mitgestrichen gehabt, bin ich mir, glaube ich, sicher. Bin ich mir nicht sicher, aber hoffe ich. Hab ich. Sehr schön. Nakamori so gut trifft, gefällt mir noch mehr. Also die Offensive funktioniert. Natürlich die Defensive eine Katastrophe ist, hilft das nicht viel. Nakamori und Owosu. In jedem Spiel haben sie jetzt getroffen. So nach der Winterpause. Ben Heisler, Nedelef, Halimi, Nakamori. Auch die Außenverteidiger machen ein bisschen mit. Owosu trifft erneut. Fünftes Tor im dritten Spiel, also 3:0. Sieht ganz gut aus, aber... Das Team hat mich ja schon öfter heute oder im Laufe des Let's Plays enttäuscht. Bentley Baxter Bahn, das ist auch ein cooler Name. Ich muss jetzt auskontern nach einer eigenen Ecke. Tatsächlich. Denn in der Mitte läuft einer völlig frei. Erste Chance des Gegners und Tor. Ausgekontert. Glaube ich, dass wir noch ein Gegentor mit der Halbzeit mitnehmen mussten. Kaufmann kommt ein bisschen Spielzeit. Ich fass es nicht. Ich fass es ernsthaft nicht. Zweite Chance des Gegners. Zweites verdammte Tor. Der Verteidiger lässt den Ball einfach durch.
Also warum da der Bass, warum da hier die Leute nicht mitlaufen, ist mir unklar. Und dann der zweite Schuss des Gegners und der zweite Ball ist drin. Dass man eine Weile so steht, wissen wir, wie es ausgeht. Das haben wir vor 5 Minuten gesehen. Da ein bisschen Spielzeit bekommen. Der Wurst wäre das 3-3 verschuldet. Nee, der Lev. Nee, der Lev. Gut. Jetzt ist es klar, dass es gleich das 3-3 gibt. Jetzt brauchen wir gar nicht mehr lange rumspekulieren hier. Wenn der Mann. Geht da weiter? Ja? Wir kommen zurück, weiter geht's. Manche Telefonate kann man halt nicht unterbinden. Oder sollte man nicht unterbinden, weil sie wichtig sind. Das 3-3 nur ein paar Minuten später fällt. Vielleicht treffen wir vorher nochmal einen Pfosten. Muss sich ja lohnen. Das ist echt unglaublich. Den wechsle ich aus. Das nochmal. Manager. Dass wir jetzt kein Tor schießen, ist, denke ich mal, offensichtlich. Vielleicht doch. Vielleicht vergeben wir nochmal eine Chance. Abseits. Klar gewesen. Es geht weiter mit Schlüsselszenen, das heißt, jetzt gibt es das 3-3. For the sake of this let's play? Ich hoffe nicht. Immer dasselbe Muster, aber es funktioniert nicht.
Kaufmann, du stoppst ja weiter, als ich schießen kann. Das gibt's ja nicht. So, der zeigt mir nochmal die Szene. Okay, das war Abseits. Ob es nur Abseits war oder nie, ist eh so entschieden worden. Bei Kunz bei Chemnitz, vielleicht heißt der Ersatzkeeper ja Hinz. Haben sie Hinz und Kunz im Tor? Oh, ist das wichtig. Ey, aber was? 35 zu 11 Chancen sind. Da kannst du keinem erzählen, dass wir mit einem Torunterschied gewonnen haben, ja? Das kannst du eigentlich nicht erzählen. Weil die Folge kannst du niemandem zeigen. Unglaublich schon wieder hier. Die Offensive ist sehr gut, wir nutzen aber auch zu wenig Chancen, obwohl wir in jedem Spiel drei Tore schießen. Was wir hinten liefern, abliefern, das müssen wir mal unter den Teppich kehren. Lass mich da nur mit deinen scheiß Fragen, ey. Frag lieber die Spieler, was in Regensburg los war. Zwei Punkte in Regensburg, dass wir die da gelassen haben, ist so bitter. Jetzt geht's nach Paderborn, das wird nicht leichter. Gewinnt weiter, auch die Hertha bleibt, kommt wieder in Form. Hätte eigentlich gepasst, wenn wir gepatzt hätten. Ist ja meistens so. Lautern wird schon gleich nachziehen, da bin ich überzeugt von. Die haben schließlich auch alle gewonnen, als wir in Regensburg dumme Punkte gelassen haben. Das ärgert mich immer noch. Da werde ich heute Nacht von träumen. Keller ist super, aber den kriege ich nicht, das ist zu teuer. Ich bin noch unentschlossen, wie wir in Paderborn auftreten werden und mit derselben Taktik wie gerade oder ob wir dann mal die Auswärtstaktik einstudieren werden. Wir machen jetzt noch bis vor Spiel und dann werde ich wahrscheinlich die Taktik, die wir jetzt hatten, als Standardtaktik wählen, aber ich werde es mir dann noch, weil ich ja jetzt erstmal eine Aufnahmepause mache, werde ich mir das mal drüber schlafen und dann werden wir mal sehen, wie ich mich entscheide. So, Lautern natürlich auch gewonnen. Wir sind schon 9 Punkte zum vierten Platz. Nur 3 zum dritten. Paderborn und dann nächstes Spiel Hamburg und dann geht es nach Berlin. Hier auch ein 3-3.
Owusu ist in letzter Zeit wirklich sehr gut in Form, was er jetzt in den letzten paar Spielen gezeigt hat. Vielleicht hat es die Winterpause gebraucht oder die taktische Umstellung. Noch Nakamori daneben, der macht auch in jedem Spiel ein Tor. Kira ist wieder da. So, wir haben keine Doppelbelastung. Ist mir aber egal. So. Zuversichtlich, dass wir gut spielen werden. Auch wenn es sehr schwierig wird, auswärts in Paderborn. Natira hat natürlich schlecht trainiert, weil er verletzt war. Heiz trainiert immer schlecht in letzter Zeit. Schon 58 Minuten rum, ich gar nicht mitgekriegt hier. Letzte Folge war schon ewig lang, jetzt ist das wieder so eine lange Folge hier. Wichtig in Paderborn wäre es jetzt natürlich wirklich da zu gewinnen. Die Folge geht nur ein bisschen länger, ich habe zwischendurch ein paar Minuten telefoniert. Deswegen ist das nicht so wilde. Aber eigentlich muss ich nicht viel verändern an der Aufstellung. Das läuft eigentlich ganz gut. Natira nehme ich mit auf die Bank. Friedrich für Stankovic. Sarkor für Angban. Und das war's. Der Grundstart ist geglückt. Meine Nerven sind am Ende. Bis zum nächsten Mal.